Ja, und da sind wir wieder zurück in Minecraft. Ich spare mir mal das Hey Party Keks oder Rödel. Wir haben das Wasser aufgefüllt und hat aber ein bisschen länger gedauert als gedacht. Deswegen habe ich gestern nicht weiter aufgenommen. Heute, wie man hört, geht es mir schon wieder ein bisschen besser. Ich würde es nicht übertreiben, aber zumindest läuft mal die Nase nicht so wie gestern. Ich hoffe, ja, das war nicht allzu störend. Und ja, unser... Was ist mit ihm, Alter? Das machen wir jetzt gleich mal. Ich will das ja mal zeigen. Difficulty. Peaceful. So. Genau. Und das Ganze ist jetzt wunderbar schön aufgefüllt. Hoffe ich jedenfalls. Nein. Wir haben geschaut, funktioniert alles. Wir haben auch vorne bereits den Auslauf gemacht durch die Wasserräder, die sich auch wunderbar drehen, wie man da sehen kann. Und ja, soweit alles funktionstüchtig. Vielleicht ein paar Fische noch da reinsetzen. Ich penne mal ganz kurz. Und ja, ansonsten ist es hier soweit fertig. Das Stromkabel geht eh bis hier, wie man sehen kann. Und ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Da wird es dann jetzt in Zukunft, müssen wir noch schauen, dass wir da irgendwie so eine kleine Speicherstation bauen. Und ja, aber das kommt jetzt erstmal alles ein bisschen später, weil ich glaube nämlich, dass wir gar nicht mehr so viele Ressourcen haben, weil den U-Bahn-Tunnel wollten wir auch noch weiterbauen. Es wäre dann also auch noch ein Projekt, das läuft. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie das bei uns mit Eisen und mit dem ganzen Rest ausschaut. Jetzt wollen wir mal, jetzt krieg... Au. Oh. Ah, ich habe die zwei Tasten belegt. Das ist nicht gut. Ah, jetzt. Weil ich krieg da einen her. Das ruckelt mir viel zu wenig. 9, Alter, 10. Nee, 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 nee. Huch, falsche Taste. Ich muss da ein bisschen was an den Algorithmen Taylors Java Math. Probieren wir ihn mal. Schnell. Nein, das will ich nicht. Kann ich nur den Algorithmus ändern? Das wird sicher nicht gehen. Naja. Bisschen besser funktioniert es ja schon. Das sind immer so diese Rumärgereien. Achso, und wie immer ist der Kaffee mit dabei. Es ist jetzt zwar nicht morgens und es ist auch nicht abends, aber es ist mittags und so ein Kaffee zwischendurch ist nie schlecht. Boah, muss mal kurz die Jacke ablegen. Ist doch relativ warm, hey. Boah. Naja, so ganz auf dem Damm bin ich halt noch nicht. Genau, wir wollten schauen, wie es denn hier so mit den Ressourcen aussieht. Ich denke mal nicht allzu gut. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Eisentechnisch ist das hier doch alles ein bisschen eine Katastrophe. Ja, der Sebo wird uns nachher auch gleich unterstützen. Der stößt dann einfach zu uns. Problematik ist jetzt eigentlich wirklich Eisen. Also nicht nur Eisen, sondern eigentlich alles, weil Schienen, Holzschienen, Steinschienen, Bett, was? Ich hätte halt gern was, ein Koppelgleis.
Ich hätte halt eigentlich gern normale Gleise. So, Gleis. Elektrisches werden wir erstmal überhaupt nicht brauchen. Flacheisen. Verstärktes. Ist natürlich eine gute Frage. Was? Ja, natürlich. Und Stahl. Na, herzlichen Glückwunsch. Normale Schiene. Okay, können wir aus allen machen. Invar haben wir mehr als genug. Stahl haben wir auch nicht wenig. Also das ist schon mal auf jeden Fall ein Fortschritt, was das angeht. Weil von den Sachen, wie gesagt, Bronze haben wir ja auch noch relativ viel. Ja gut, Konstante ist jetzt Invar. Zinn, ja gut. Also machbar. Muss jetzt nicht sein. Der Stahl ist mir auch zu schade, wenn ich ehrlich bin. Rüstungstechnisch werden wir jetzt mal ein bisschen umplanen. Ist jetzt die Frage, da ist ordentlich Wasser drin. Da ist Stark Steel. So, Dark Helm. Hat einfach den Grund, die müsste eigentlich ganz gut sein. Eins Rüstungshärte, zwei Rüstung. So, und Schuhe. So. Dann können wir den Rest eh gleich wieder reinlegen eigentlich. Wenn wir schon mal dabei sind. Huch. Achso, da habe ich... die hätte ich mir sparen können. Scheiße. Ist aber auch wurscht. So. Dann sind wir da schon mal ein bisschen besser aufgestellt. Und das Zeug hier hänge ich gleich mal hier auf. So. Bisschen Deko. Dann ist hier überhaupt kein Platz. Das finde ich herzallerliebst. Das freut mich. Ich kann also gar nichts ablegen. Ich muss wohl oder übel wieder auf unsere Müllkiste zurückgreifen. Müllkisten wohlgemerkt. Das ist ja mehr als eine mittlerweile. Steinziegeltreppe. Ah ne, den brauche ich schon. Da hätten wir Truhe, Licht. Das müssen wir alles mal ein bisschen weiterbringen. Ja, die Schere weiß ich jetzt nicht, ob ich es brauche. Ich pack's weg. So, die nehme ich auf jeden Fall mit. Weil die könnten nützlich werden. Wir werden uns also ein bisschen auf die Reise begeben. Oder auf eine Reise. Das ist immer noch super nett vom Migot. Wir brauchen Sticks und Kohle. Und, wie schaut's hier aus? So. Ah, das ist relativ wenig. So. ...60, das sollte reichen. Und wir haben wahrscheinlich eh nicht so viel Kohle. Glaub ich zumindest. Geht jetzt gar keine Musik mehr weiter. Oh. So. So. Da holen wir uns jetzt mal reichlich.
Weil 60 brauchen wir so oder so. Ich mache die ganzen Fackeln voll. So gut wie es halt geht. So. Unseren Rucksack werden wir dann auch wieder mitnehmen. Wir brauchen so oder so noch. Gibt es eigentlich den. Warte. Nee, das schaut nicht gut aus. At Tinker. Oh. Wer schreiben kann, ne? Da geht's jetzt rein um Rüstungsgeschichte. Nö. Der Schweinchenrucksack ist super. Aber. So. Egal. Ein bisschen was zu essen. Müssen wir oben im Kühlschrank schauen. Wenn nicht, die nehmen wir auch mit. Möchte ich jetzt ungern auffüllen, weil es ein bisschen uncool. Wir werden das hier auf jeden Fall mal wieder auffüllen und einsortieren. So. Ja, rein theoretisch müssten wir eh noch was da haben. Felle und Knochen. Die sortiere ich jetzt auch mal ein, wenn ich Platz da unten habe. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ah ja, da war ja was. Habe ich keinen Platz für. Sehr gut. Davon haben wir mittlerweile auch schon mehr als genug. So. Und schauen wir mal rüber. In Le Kühlschrank. Erst pennen. Weil gut ausgestattet, sollten wir diesmal schon starten. Ah, hier oben haben wir auch noch Zeug drin. Ja, so viel haben wir da gar nicht mehr, ne? Das wird kritisch. Ah, die. Was brauche ich denn fürs Hühner-Sandwich? Was war denn das? Hühner-Sandwich. Mayonnaise. Mache ich aus Eiern und dieser komischen Presse. Brot haben wir noch ein bisschen was. Ich brauche die Pfanne, die ich nicht hier habe. Buddy joined your channel. Guten. Ja, hallo. Guten Morgen. Naja, guten Morgen. Ja, 12.05 Uhr, das ist schon. Für dich reichlich früh, ich weiß. Ja, hab gerade schon hergezeigt, was wir gestern so aufgefüllt haben. Es läuft. Ja. Also das Wasser durch die Mühle. Ja, es funktioniert alles tadellos. Jetzt bräuchtest du noch einen Kapazitator und dann diese Leitung, die Conduits. Dann kannst du das in deinem Umspannwert, wie du das machen wolltest, einbauen und zu dir nach Hause schicken. Sehr geil. Das kommt dann aber alles mit der Zeit. Ich habe gerade gesehen, wir müssen wirklich mal so auf eine kleine Ressourcentour gehen, weil es wird echt knapp. Was brauchst du noch? Unbedingt Eisen, ganz viel Eisen. Ja, mal gucken, wie viel Eisen dann bei mir ist. Wenn ich dann reinkomme.
Also dauert noch ein bisschen. Ja, ja, dauert bei mir noch ein bisschen. Du kannst noch irgendwie was. Ja. Ja, ich bin gerade dabei, ein bisschen Nahrung herzustellen. Das braucht man ja so oder so immer. Wo du von der Nahrung gehen lässt, da gönne ich mir erstmal einen Schokoladenriegel von einer Marke, die ganz, ganz böse ist. Da gibt's aber mehrere. Ja, ich weiß. Aber ich möchte ja nicht Werbung für eine ganz böse Marke machen. Ich möchte auf das Problem aufmerksam machen, dass die ganz böse sind. Deshalb kaufe ich auch von denen Produkte. Um drauf aufmerksam zu machen. Genau. Sehr gut. Aber ich erwähne nicht den Namen, damit ich keine Anklage bekomme. Ja, musst du aufpassen. Ja, ja, ja. Wenn Artikel 13 durchkommt, dann könnte rein. Oh nein, nicht das Thema, nein. Nein, nicht das Thema. Davon will ich echt nichts wissen. Ja, aber du müsstest vielleicht dann demnächst was wissen. Nein. Na doch, weil du selbst davon betroffen bist. Warum? Die Länder haben dann, Staaten haben dann 2 Jahre Zeit, das in ihren Gesetzen umzusetzen, also bis die Mühlen da mal anfangen zu malen. Na, wenn du dann kein YouTuber bist, dann bist du nicht mehr davon, also dann bist du trotzdem noch davon betroffen, aber nicht mehr so hart. Weißt du, das wird alles, ja, okay. Ich mach mir darüber keine Gedanken und ändern kann man es so oder so nicht. Doch, ändern kann man schon. Kann man es nicht. Doch, natürlich. Weil ich habe die Petition auch unterschrieben. Bringen wird es trotzdem nichts. Es wird einfach abgeschmettert. Und wenn das durchs EU-Parlament nicht durchkommt, die Geschichte, ja, dann wird das einfach vom EU-Rat abgesegnet und dann ist die Geschichte gelaufen. Aber genau durch Leute, die dann sagen, ja, so wie, man kann es sowieso nicht ändern, wird es dann auch nicht geändert, weil... Ja, was willst du machen? Wenn alle zusammen auf die Straße gehen würden, zum Beispiel. Ja gut, das ist ja so oder so geplant, wie ich das mitgekriegt habe. Ja, aber dadurch kannst du es zum Beispiel ändern. Ich kann mich daran erinnern, in Berlin, mit dem Tempelhofer Flugfeld. Da gab es eine Abstimmung darüber, also ein Volksentscheid, ob der bebaut werden soll oder nicht. Die Abstimmung war klar dafür, dass der nicht bebaut werden soll, sondern dass es als Parkanlage weiterhin frei bleiben soll. Die Regierung hat dann allerdings trotzdem angefangen, da Sachen drauf zu bauen, Sozialbauten und so. Und dann musste noch ein neuer Volksentscheid gemacht werden, aber halt von der Bevölkerung, dass der erste Volksentscheid doch bitte zu beachten sei und jetzt hören die halt auf, da zu bauen. Aber man konnte was dagegen machen. Hätten jetzt alle gesagt, man kann nichts dagegen machen, dann wäre der Flughafen jetzt bebaut worden. Ja, aber wir sprechen ja von der EU-Geschichte und da hat so oder so keiner irgendeiner ein Mitspracherecht. Eigentlich geht Länderrecht über EU-Recht. Das hat man bei vielen Sachen schon gesehen, wie das funktioniert. Ja, zum Beispiel die Ungarn. Ja, und? Ja, die haben sich über viele EU-Gesetze schon drüber hinweggesagt. Oder auch Polen und haben gesagt, nee, machen wir nicht. Österreich auch. Aber nicht so. So ist es nicht. Oh, mehr als genug. Aber, auch das wird nichts ändern. Ich frage mich nur, wie sie das kontrollieren wollen. Das ist unmöglich. Weil es gibt ja in Deutschland eh schon so ähnliche Sachen. Es geht darum nicht, dass du es kontrollieren kannst oder nicht. Es geht einfach darum, damit ist im Prinzip die Basis dafür gesetzt, dass man ungeliebte Sachen weghauen kann. Ja, gut. Machen wir nur das Beispiel. Ich erwähne jetzt in einem YouTube-Video ein Schokoriegel oder zeige das sogar in die Kamera, den Schokoriegel, und sage, dass die Firma dahinter sehr, sehr böse ist, weil die das macht. Dann kann die Firma ankommen und sagen, der benutzt unser Material, der Schokoriegel mit dem Markenzeichen und so weiter und so fort, gehört ja denen. Der benutzt unser Material, das Video muss runtergenommen werden. Tja. Das ist halt das Ding. Dass es generell einen Filter gibt, der nicht umsetzbar ist, ist ja kein Thema. Das ist ja klar. Aber halt die Möglichkeit, dass da einfach irgendein Dritter kommt und im Prinzip Kritik verhindern kann dadurch, ist halt scheiße.